Hey ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich sehe gerade aus wie ein Penner, aber das ist mir egal. Ich kam gerade mal wieder nach Hause und habe mal wieder meine Vlogging-Kamera ausgepackt. Und heute war ich shoppen. Und diese Produkte, die ich heute geholt habe, werde ich euch heute zeigen. Natürlich, ja. Werde ich jetzt in diesem Video auf jeden Fall zeigen. Und diesmal sind es keine Klamotten, sondern ich habe mir Schminke gekauft. Und diesmal habe ich mir wirklich gegönnt, würde ich sagen, weil bei mir ist das so, wenn ich Schminke hole, also ich gehe immer nach DM und hole mir immer so von Catrice, Essence, so die ganzen Marken halt. Und diesmal habe ich mir halt Produkte geholt, die ich schon sehr, sehr lange haben wollte, die ich schon auch ausprobiert habe, deswegen mich in diese Produkte verliebt habe und sie sehr, sehr lange schon haben wollte. Und mir sie heute gekauft habe und ich sehr, sehr, sehr glücklich drüber bin. Und natürlich sind das auch teure Produkte, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich hole mir nicht immer teure Produkte. Wie gesagt, ich gehe immer nach DM, aber da sind auch schon die Produkte sehr, sehr teuer. Ich meine, eine Mascara bezahlt man dann auch manchmal 10 Euro oder so. Und diesmal habe ich mir aber schon extrem teure Sachen geholt. Es tut auch dann im Herz weh, aber ich mache es nicht immer. Und solange ich weiß, dass ich nicht übertreibe und dass ich es nicht immer mache und die Sachen halten auch wirklich lange bei mir, dann kann man das auch mal machen. Wie gesagt, ich werde jetzt nicht jedes Mal, wenn ich einen Schminkhaul mache, dass ich jedes Mal hier Make-up oder was weiß ich. Also ich werde weiterhin auch noch nach DM gehen und die Produkte, die ich mir jetzt gekauft habe, werden auch eine Zeit lang halten. Bei mir hält eh alles lange und ich kaufe eh nicht so viel Schminke immer. Also ich kaufe immer alles nach. Also ich warte auch immer, bis alles leer geht. Und deswegen, ja, jetzt habe ich mir aber halt alles auf einmal gekauft, würde ich sagen. Außer jetzt so Lippenstift oder so. Und ich würde sagen, ich beginne jetzt auch mal. Und wir fangen direkt an mit den MAC-Sachen. Ich habe jetzt 4 MAC-Sachen. Ja. Und zwar kommen wir zur Foundation. Und die habe ich voll oft schon ausprobiert von Freundinnen, die die auch haben. Und ich fand die ganz cool. Cool. Richtig cool. Nein, ich fand sie auf jeden Fall ganz nice. Hat mega gut gehalten, wo ich sie drauf hatte. Und man kann es sehr, also ich finde, man kann sehr gut damit arbeiten, finde ich. Es ist seine Meinung. Und das ist die Pro Longwear Foundation NW18. Keine Ahnung, ob das jetzt diese Farbe ist. Ich kenne mich da leider nicht so mit aus. Falls ja, dann wisst ihr es. Habe ich mir auf jeden Fall geholt. Und ich bin sehr glücklich und ich bin echt gespannt, wie sie sich hält. Und also wie sie sich nach längerer Zeit hält, ob ich damit klarkomme. Wie gesagt, ich habe ja nur von Freundinnen höchstens ausprobiert. Dann kommen wir auch direkt zum Fixing Spray, das beliebte Fixing Spray. Ja, ich habe es mir geholt, oh mein Gott. So viele wollen es haben und ich wollte es auch die ganze Zeit haben. Es wird ja so gehypt irgendwie. Ich habe es aber noch nicht, also keine Ahnung, doch. Ich habe es einmal auf meinem Gesicht drauf bekommen, aber jetzt selber so, keine Ahnung, ich muss wirklich gucken, wie das ist, ob das wirklich so gut ist. Also weiß ich nicht, alle sagen immer, das ist so gut. Wie gesagt, das wollte ich schon immer haben, habe es aber noch nie ausprobiert. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie es ist, ob es was bringt, ob es eine Veränderung ist, ohne oder mit, keine Ahnung. Dann kommen wir zu einer Lidschattenpalette, aber keine große, so eine ganz kleine. Mit ein paar Farben, auch von MAC. Ist so eine Limited Edition, glaube ich, wegen irgendwas mit Summer oder so. Steht das nicht dann drauf? Fruit Alala. Ah, okay. Eyeshadow mal. Also X6, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall mega nice. Also mir haben die Farben direkt gefallen. Oh mein Gott, Leute, guckt ihr. Ey, was ist das? Das sind so schöne Farben. Hier ist so ein bisschen mit Glitzer, richtig Schimmer, dann hier rot. Ich weiß nicht, ich stehe momentan voll auf dieses rötliche, braunrötliche. Das finde ich voll geil. Und deswegen habe ich mir sie geholt und ich habe mich direkt verliebt. Und
Ich bin auch echt gespannt, wie sie ist. Also bis jetzt, wo ich sie geswatcht habe, sie pigmentiert sehr, sehr gut. Also muss ich wirklich sagen. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie sie auf meinem Auge ist. Auf meinem Auge, oh Gott. Ja, und da kommen wir auch schon zum letzten MAC-Teil. Und zwar ist das ein Highlighter. Mein Englisch ist auch geil. Ich weiß nicht, ob das die Farbe ist. Hier steht so viel. A96, A96 ist es, glaube ich, die Farbe. Ich bin mir nicht sicher. Also steht auf jeden Fall als einziges. Ja, das müsste bestimmt die Farbe sein. Ist halt so ein bläulicher Schimmer. Also ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann. Ist so ein bläulicher, also ist, ja, wie soll ich das sagen? Ist auch Rosé, also ist, glaube ich, alles so ein bisschen mit drin, aber mehr geht so halt ins Bläuliche. Den habe ich auch schon mal ausprobiert und der schimmert sehr, sehr, sehr schön. Oh mein Gott, ich finde den so schön. Okay, ihr seht das jetzt gar nicht. Ja, keine Ahnung, ich bin schlecht im Beschreiben, deswegen nehmt mir das bitte nicht übel. Ja, auf jeden Fall hat der so was Bläuliches. Und deswegen fand ich den auch ganz nice, weil der sehr, sehr, sehr schön pigmentiert ist. Und ich liebe schönen, glänzenden, pigmentierten Highlighter. Ich bin Highlighter-Fan, deswegen ohne Highlighter, no, no. No. Okay, kommen wir zu Benefit. Und hier habe ich mir endlich den Hoola Bronzer geholt, den ich schon lange haben wollte. Ich habe ja den Rocketeur, das Blush davon, Rocketeur Blush. Und meine Mama wollte mir eigentlich diesen Hoola Bronzer holen. Und sie hat sich aber vertan, weil sie halt nicht so genau wusste. Da hat sie mir halt diesen Rocketeur Blush geholt. Und ich habe jetzt endlich den Bronzer davon geholt, von Benefit. Und ich habe den auch schon natürlich ausprobiert und ich bin top zufrieden. Ich auch mit dem Pinsel so. Ich war erst am Überlegen, ob ich mir noch einen Pinsel hole dafür. Aber ganz ehrlich, der Pinsel ist so geil, finde ich. Bei mir ist immer das Problem, ich weiß nicht, ob das an mir liegt oder an, ich glaube, das liegt einfach an die Pinsel. So, ich habe ja so einen ganz komischen Pinsel gehabt jetzt die ganze Zeit, so einen fetten, deswegen, das war irgendwie eh voll Müll. Und das war voll fleckig dann immer, mein Bronzer. Ich habe das aber nicht richtig hinbekommen. Und ganz ehrlich, mit dem bekomme ich das aber wirklich hin, richtig gut sogar. Kann man richtig geil mitarbeiten, deswegen, den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Den habe ich auch schon öfters ausprobiert. Kommen wir zum letzten Benefit-Produkt. Und zwar habe ich mir The Professional geholt. Den habe ich jetzt nicht so oft ausprobiert. Ich weiß jetzt nicht genau, für was der gut ist. Aber ich glaube, das soll ein bisschen die Haut, also vor dem Make-up, soll das ein bisschen die Haut weicher und ebener machen. Und die Poren halt, ne? Ich glaube nicht frei, aber halt auch so dieses, damit das nicht so, wenn das Make-up drauf ist, damit man die Poren nicht so sieht, glaube ich, oder so, ne? Da weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber ich habe mir jetzt den einfach geholt, weil der einfach voll weich ist und es fühlt sich dann einfach geil an. Ich erkundige mich aber nochmal genauer, falls jemand mehr über dieses Ding hier weiß, ob das wirklich so gut ist, dann, also es wurde mir mal empfohlen, deswegen habe ich mir das jetzt auch geholt und ich fand es auch geil, weil es so weich ist und ich fand, das Make-up war irgendwie ebenmäßiger, also ich weiß nicht, ob das nur so eine Einbildung ist, also falls jemand davon ein bisschen mehr Ahnung hat als ich, dann schreibt das bitte in die Kommentare, das würde mich mega interessieren. Und dann kommen wir zum Augenbrauenstift und zwar habe ich den von Anastasia Beverly Hills. Und das ist jetzt Karamell. Keine Ahnung, sieht man jetzt nicht die Farbe. Müsst ihr mal gucken, wenn ihr mal bei Douglas seid. Und hier dann so ein Kamm. Auch sehr praktisch, kann ich sehr gut gebrauchen. Bäsche. Dann habe ich mir natürlich Wimpern gekauft. Und zwar von Adele.
Das ist so ein Deluxe-Pack. Ich weiß jetzt nicht, welche das sind. 120 steht hier. Black. Das sind die hier. Die sind sehr, sehr, sehr auffällig. Aber ich finde die mega schön. Ganz ehrlich. Ich finde die richtig geil. Da ist ja auch so ein Du-Kleber bei. Oder so eine Zange. Und ich fand das eigentlich ganz cool. So zwei Paar mit Zange und Kleber. Ist auf jeden Fall sehr praktisch. Kommen wir zu den Pinseln. Ich habe mir heute auch Pinsel gegönnt. Diesmal welche von Zur Eva und hier waren auch von Anayake, keine Ahnung, wie man das ausspricht, waren auch noch welche drin. Und ich habe mir zuerst mal ein Make-up-Ei geholt. Das ist jetzt der originale. Ich weiß jetzt nicht, wie der heißt. Ich habe die ganzen Verpackungen weggeschmissen. Ja, das ist aber auf jeden Fall der originale Beauty-Blender. Der ist ein bisschen kleiner als der von Ebelin. Und weicher, auf jeden Fall weicher. Das ist krass. Also ich muss sagen, das ist schon... Der von Ebelin ist richtig hart. Ich finde den voll scheiße von Ebelin. Also eine Freundin von mir hat den von Real Technique, ich weiß jetzt nicht, wie das heißt. Der ist ein bisschen größer, aber der ist auch weich. Den wollte ich mir erst holen, aber dann dachte ich mir, komm, ich hole mir jetzt den. Und ja, ist sehr teuer, aber... Mein Gott, das musste einfach sein. Das musste einmal sein. Einmal. Und deswegen habe ich mir den geholt. Dann kommen wir zu einem Pinsel. Und zwar ist das der 106 Powder Pinsel von Zur Eva. Ja. Ist sehr weich auf jeden Fall. Das sind jetzt meine ersten Pinsel, die wirklich teuer sind. Und wo ich auch wirklich merke, dass die mega schön und weich sind und mega geile Qualität haben. Ich glaube, so ein Pinsel kostet so um die 9 bis 10, 12 Euro. Ich bin mir nicht ganz sicher. Habe ich jetzt nicht im Kopf, sorry. Aber ich muss sagen, es ist echt schön weich. Fühlt sich auf jeden Fall sehr, 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 sehr schön an. Ja, mega cool. Dann habe ich mir auch von Zur Eva den Luxe Highlight Pinsel geholt, 105. Ich hatte ja immer diesen Fächerpinsel für meinen Highlighter. Und da habe ich gesehen, dass man auch, also dass man eigentlich die hier benutzt. Und jetzt habe ich mir einfach so einen richtigen Highlighterpinsel geholt. Und der ist auch voll weich. Oh. Ich bin mega gespannt, wie der ist. Ich habe noch nie so einen Highlighterpinsel gehabt, eher diese Fächerpinsel. Bin ich nur gespannt. Dann habe ich einen Luxe Soft Diffiner 227, auch von Zur Eva. War das jetzt der zum Blenden? Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Ja, das ist der zum Verblenden von Eyeshadow für Eyeshadow. Und hier ist nochmal auch ein von Zur Eva. Und das ist der 234 Luxe Smoky Shadow. Ja, die beiden habe ich mir halt fürs Auge geholt. Der zum Verblenden und der halt fürs Auftragen. Und dann habe ich noch in dieser Anayake-Tasche, sorry, wenn ich das alles hier falsch ausspreche. Ich weiß jetzt nicht, was, könnt ihr mir sagen, für was dieser Pinsel gut ist? Für Puder oder für Blush? Ich bin mir nicht sicher, keine Ahnung. Ich habe da nicht so viel Ahnung, steht auch nichts drauf. Ja, auf jeden Fall war der dabei und dann hier so ein Applikator für den Lidschatten. Dann, ich weiß auch nicht, für was ist das denn gut? Für irgendwie so, keine Ahnung, steht auch nichts drauf. Das ist, glaube ich, mal für, ich glaube, ich werde das hier für Augenbrauen benutzen. Aber ich denke, das ist ein Eyeliner-Pinsel, ja. Ich glaube schon, das ist ein Eyeliner. Ja, doch, das ist ein Eyeliner-Pinsel. Aber ich werde den, glaube ich, für meine Augenbrauen benutzen. Und dann nochmal sowas ähnliches wie gerade. Vielleicht auch fürs Auge oder für Concealer, denke ich mal. Auch sowas. Ja, das war's, glaube ich. Ja, das waren meine Produkte, die ich mir gekauft habe. Und ich bin mega glücklich und ich bin mega gespannt. Ich werde auf jeden Fall bestimmt sehr viel Spaß damit haben. Und ich würde sagen, ich glaube, man kann richtig geilen Look damit zaubern. Auch mit dieser Lidschattenpalette hier.
weil die Farben sind echt nice. Und ich denke mal, dass es sehr nice aussehen wird. Ich bin echt gespannt. Und ich bin voll verliebt in meine Sachen jetzt. Ja. Jetzt habe ich voll Bock, mich zu schminken. Kennt ihr das? Ihr habt neue Schminksachen, dann habt ihr direkt Bock, euch zu schminken. Ja, auf jeden Fall geht das jetzt nicht. Wir haben jetzt ein bisschen spät und das wird sich gar nicht lohnen, sich jetzt zu schminken. Auf jeden Fall, wenn ihr sehen wollt, wie ich mich mit diesen Produkten schminke, dann gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Und natürlich wird das dann diesmal mit meiner richtigen Kamera abgedreht. Mit ganz normales, also mit Tageslicht wieder und alles drum und dran. Ich wollte euch jetzt kurz die Produkte zeigen, was jetzt kurz ein bisschen lang war. Auf jeden Fall, wenn ihr das sehen wollt, wie ich mich mit diesen Sachen schminke, eine Look-Schminke, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich werde euch die Produkte, fast alle, also ich, das, was ich jetzt finde, ich weiß nicht, ob ich das hier von Anna Jacke finde, aber so jetzt hier diese Pinsel oder das hier oder das oder... Und das hier, das werde ich euch alles in die Infobox verlinken. Und dann könnt ihr euch die Sachen bestellen oder kaufen. Wie auch immer. Ich weiß, die Sachen sind teuer, Leute. Aber ich hole mir nicht immer sowas. Das sind auch meine ersten Produkte, die so teuer sind. Wie gesagt, ich gehe immer nach DM. Die anderen Produkte, die von MAC sind, die ich von MAC habe, die habe ich höchstens geschenkt bekommen. Die habe ich mir aber nicht selber gekauft. Ich kriege auch vieles dann geschenkt. Und dann, ja, würde ich sagen, wenn es euch gefällt, die Idee, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben, wie gesagt. Und ich wünsche euch einen ganz schönen Tag und ich habe euch ganz doll lieb. Tschüss!